Einen wunderschönen guten Morgen am Montagmorgen. Ja, ich esse hier ein paar Toast. Ich hatte total Lust auf Toastbrot mit Kalz, beziehungsweise das ist Putenwurst, Putenleberwurst, keine Ahnung, wie es dann heißt. Und Gurke. Ich hatte so Lust drauf. Ich habe meine ganzen Vitamine schon genommen. Eins ist noch, Biotin ist noch übrig. Was ist nicht lecker? Meine Gurke ist lecker. Warum darf Mami nicht Gurke lecker finden? Mami findet Gurke lecker. Du findest doch auch dein Müsli lecker. Hm? Wir fragen die jetzt mittlerweile auch schon länger, was möchte er frühstücken, beziehungsweise was möchte er zum Abendessen. Da fragen wir immer abends zum Beispiel, möchte er Würstchen oder Müsli oder Brot oder whatever. Manchmal ist auch was vom Nachmittag noch übrig. Und jetzt habe ich ihn auch gerade gefragt, möchte er Brot oder Brezel oder Müsli? Und er wollte Müsli. Und er hat gerade eine Esspause. Samu liegt hier auch. Ja, und ich habe auch gerade schon meinen Immunstark getrunken. Ich bin so ausgeschlafen, Leute, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich glaube, ich habe es gestern, ich weiß nicht, ob ich es gestern erzählt habe, aber gestern waren mein Mann und ich so müde und der Samu auch, weil der Samu durchs Zahnen sehr wahrscheinlich die ganze Nacht nicht geschlafen hat. Der wäre 6, 7, 8 Mal, ich habe keine Ahnung, wie oft. Ja, wach gewesen. Und somit haben wir alle nicht richtig geschlafen, waren super müde und kaputt. Und ich bin gestern auch sehr, sehr, sehr früh hier auf der Couch eingeschlafen. Wir sind auch von der Familie erst um 7 Uhr zu Hause gewesen. Nee, sogar noch später. 7.30 Uhr waren wir erst zu Hause. Also wir waren richtig spät diesmal. Lias hat direkt gegessen, direkt ins Bett. Samu genau das Gleiche. Okay. ja, erstmal weiter, Schatzi. Ich bin wirklich sehr, sehr, sehr früh auf der Couch eingeschlafen und mein Mann hat mich auf der Couch liegen lassen und hat gesagt, du hast wie ein Stein geschlafen. Ich habe dich einfach gelassen. Und ich bin wirklich, heute Nacht bin ich mal kurz aufgewacht. Da habe ich gemerkt, als er eine Flasche gemacht hat. Und habe noch gedacht, so, jetzt gehst du hoch. Bin dann aber anscheinend wieder eingeschlafen. Und erst heute Morgen aufgewacht, als mein Mann gegangen ist und hat mir noch das Babyphone hingestellt. Und auch dann bin ich anscheinend wieder eingeschlafen, weil der Samu und der Lias heute eiskalt, Leute. Wir haben jetzt genau 7:45. Die sind eiskalt, haben beide bis um 7 geschlafen. Ich bin von alleine aufgewacht, ohne dass mich ein Kind geweckt hat. Und das ist so goals. Ich bin so voller Energie. Es tut so gut, ausgeschlafen zu sein. Nee, Mami hat Nina Nina gemacht. Es tut einfach so gut, ausgeschlafen zu sein. Und ja, weil wenn man geweckt wird, ist es ja nochmal was anderes, als wenn man alleine aufwacht. Und das ist einfach so, oh, ich könnte gerade Bäume ausreißen. Deswegen, ich schreibe mir direkt mal gleich eine To-Do-Liste und fange direkt an zu arbeiten. Yes. So, wir haben jetzt gefrühstückt. Ich habe hier alles Roger gemacht, die Küche wieder komplett aufgeräumt. Und der Samu liegt gerade unten auf seiner Krabbeldecke, ist ganz motiviert. und ich werde jetzt, was ich schon die ganze Zeit machen wollte, die Tische aufbauen. Ich habe ja zwei Tische bestellt, so zwei Beistelltische. Kleinere, die sollen einmal, das eine ist hier drinne, die sollen für draußen für die Shisha-Ecke sein, für diese Chiller-Ecke in der Mitte. Ja. Ja, dann staubsauge mal. Und ich konnte mich da nicht so richtig entscheiden, deswegen habe ich da zwei verschiedene. Kann aber sein, dass wir den zweiten auch behalten für die Sitzlounge einfach an der anderen Seite. Mal gucken. Ja, wir bauen jetzt beides zusammen auf, okay? Aufbauen, aufmachen. Ja, aufbauen. So, fertig. Ich glaube, das war mit Abstand das allerleichteste, was ich jemals zusammengebaut habe. Da waren keine Schrauben, man musste nur zusammenstecken. Ich glaube, für die zwei Tische... Also die zwei Tische jeweils haben vielleicht 2 Minuten gedauert. Jetzt mal ungelogen, das Auspacken hat länger gedauert. Ich zeige sie euch jetzt mal und unterschiedlicher können sie gar nicht sein. Ich muss die draußen mal herrichten und dann entscheiden. Moment, ich zeige sie euch mal. So, das ist der erste. Man mag erstmal denken, den gibt es auch noch in verschiedenen Farben. Aber für draußen, weil die Sitzsäcke ja auch so aus so einem Material sind, glaube ich, sieht das ganz cool aus. Ich dachte mir halt, weil man kann dann halt hier auch zum Beispiel die Shisha-Sachen reinmachen. Weil wenn wir irgendwann die Überdachung haben, ist es ganz cool. Und der zweite Tisch ist dieser hier. Einfach so ein bisschen mediterraner Shisha angehaucht halt eben. Es soll auch eigentlich nur so ein kleiner Beistelltisch sein im Sinne von, dass man mal ein Getränk ablegen kann. Das ist nicht für auf die Shisha soll da drauf oder sowas, sondern wirklich einfach nur zwischen den zwei Sitzsäcken. Aber ich glaube, ich richte das einfach mal kurz draußen her und entscheide dann. So, das wäre die erste Möglichkeit. Wir hatten uns übrigens dazu entschieden, beide dieser
Puffs, wie die heißen, Puff, glaube ich, einfach nur. Die hatte ich ja beim Aldi geholt, zu behalten. Mein Mann meinte, wenn man hier sitzt und dann die Beine draufstellen kann, ist es total gechillt. Hier in der Mitte steht halt immer die Shisha und ich dachte jetzt einfach für die Ecke nochmal so einen kleinen Tisch. Ja, ich werde auf jeden Fall auch noch ein bisschen Deko draufstellen, aber hauptsächlich, dass da mal ein Getränk draufstehen kann oder man sein Handy ablegen kann. Das, finde ich, passt auf jeden Fall irgendwie da rein. Ja, jetzt gucke ich mal, wie es mit dem Tisch aussieht. So, das ist es jetzt mit dem anderen Tisch. Das ist jetzt natürlich totale Geschmackssache. Ich muss dazu sagen, der Teppich wird wahrscheinlich auch nicht bleiben. Wir brauchen einen größeren, weil wir wollten den hier ja eigentlich dahin stellen. Und der sollte ja da, aber der ist viel zu klein. Der ist viel zu klein für diese Ecke. Deswegen, ich glaube, der Teppich macht es auch gerade viel aus, weil dieser Teppich würde zu diesem Muster hier oben viel, viel besser passen und auch wieder dieses runde. Es kommt hier auf jeden Fall ein runder Teppich hin. Aber so würde das dann aussehen. Ich weiß es nicht, ich muss echt sagen, beides wäre für mich fein. Ich werde davon jetzt mal Fotos schicken und meiner Schwester und meinem Mann schicken, weil meine Schwester schläft noch um die Uhrzeit, ganz logisch. Der Lias ist schon am Spiel mit seinem Bagger. Übrigens, also das sind ja diese hintere, ich glaube, ich habe es euch noch gar nicht gezeigt, habe ich es euch schon gezeigt? Das ist unsere Sitzecke, unsere Lounge. Der Tisch und der Teppich, die werden so bleiben, auch die Lounge, wie sie jetzt aufgestellt ist. Und von diesen Dingern hier, das sind diese Rückenteile, die werden erstmal noch weiß angestrichen und davon haben zwei Stück hier gefehlt und von diesen Teilen haben, glaube ich, drei Stück gefehlt. Genau, also da warten wir gerade auf die Nachlieferung und es waren auch nicht genug Kissen da. Genau. Ja, und ich muss noch eine große Plane bestellen, die zumindest vielleicht bis zur Hälfte geht, dass wir die ganzen Kissen dann hier, die anderen, die dann hier sind, auch noch hier hinstapeln können zum Überdecken, solange wir halt noch keine Überdachung haben. Ja, aber so sieht's aus. Ich finde es richtig schön, beziehungsweise finden es alle richtig schön. Genau, also hier müssen wir uns jetzt einmal dann noch entscheiden, ob der oder der Tisch. Ist jetzt komplette Geschmackssache, aber ich glaube, wir würden beide behalten. Ich werde dann einer von den beiden vielleicht hier hinstellen oder hier, wo der Lias gerade ist, und nochmal ein Blümchen draufstellen oder so. Genau. Ja, müssen wir jetzt nur entscheiden, welches wohin kommt. So, ich habe mich erstmal jetzt für Folgendes entschieden. Das bleibt natürlich noch nicht so, aber ich habe jetzt gedacht, hier den kleinen Tisch mit einer Kerze, wirklich einfach nur nochmal für ein Getränk oder sowas. Dann auf diesem Tisch habe ich das hier jetzt hingestellt. Genau, auch ein bisschen Deko und hier der kleine Tisch dann. Aber wie gesagt, das ist noch nicht in Stein gemeißelt. Ich glaube, ich bin noch mehrmals hin und her gerutscht. Und dass es nicht allzu grau alles ist, habe ich jetzt hier so eine mintfarbene Oberfläche, also so eine Matte hingelegt. Auch mit Kerze und einer kleinen Blüte. Genau, dass man auch noch vielleicht ein, zwei, drei Sachen dann da hinstellen kann. Genau, ja, der große Tisch, da wird sich eh noch einiges ändern. Aber ich denke, so bleibt es jetzt erst einmal. Mal sehen, wenn das alles hier nämlich gemacht ist, sieht es natürlich auch nochmal anders aus. Ja, ich hoffe, die Sachen kommen die nächsten Tage endlich mal an. Aber mir gefällt es auf jeden Fall sehr, 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 sehr gut. So, Baby Samo und Lias sind hier am Bücherlesen, am Spielen und ich werde jetzt mal dieses Chaos beseitigen. Da ist natürlich super viel Müll entstanden, was auch wieder super unnötig war. Also dieser kleine Tisch, zum Beispiel dieser orientalische Tisch, der war da drin gewesen. Und der andere Tisch, der war hier drin, ne? Und diese Verpackung war in der großen Verpackung. Super sinnlos, aber nur gut. Ja, ich habe schon direkt getrennt. Das werde ich jetzt mal alles ein bisschen kleiner machen und ich lasse die Sachen meistens immer hier stehen und im Laufe des Tages bringen wir das dann weg. Meistens bringt mein Mann das weg, der ist so der Müllbeauftragte, der kriegt immer die Krise. Wenn sowas mal ein, zwei Tage da steht, juckt es mich nicht, macht es dann irgendwann weg, aber mein Mann, der muss es immer direkt am gleichen Tag machen, weil der hasst es, wenn hier Pakete rumstehen und hier stehen eigentlich täglich Pakete rum. Ja, dann mach diesen Puzzle. Du kannst selber entscheiden, welchen Puzzle du machen möchtest. So, solange die beiden hier relativ gechillt noch sind, werde ich mich mal ganz kurz an den PC setzen, weil ich eine wichtige E-Mail loszuschicken habe. Und dann werde ich dem Samo gleich eine Flasche machen. Das ist nämlich schon... Moment, jetzt muss ich mal gucken. Wir haben jetzt 9. Ja, also wir sind seit 2 Stunden wach, beziehungsweise der Samu war noch vor 7 auf jeden Fall wach. Und er geht meistens so 2 Stunden, nachdem er wach ist. Was? Okay. Geht er dann schlafen, deswegen der wird gleich anfangen ein bisschen zu meckern. Und dann werde ich ihm die Flasche geben und hinlegen. Genau, und ich fange jetzt mal an zu arbeiten. Oh Mann. Ich habe gerade draußen die ganzen
Palmen gegossen, Blumen und ein paar trockene Stellen auf der Wiese. Und Elias hat so rumgeschrien, er wollte unbedingt Wasser in seinem Wasserspielzeug-Dingsbums da, wo man Wasser reinfüllen kann. Und jetzt war ich hier wirklich, ich war 3 Minuten drin, habe meine neue Karte reingemacht, weil seit heute habe ich offiziell, also heute ist offiziell der Vertrag abgelaufen, der alte, und ich konnte nicht mehr telefonieren. Deswegen habe ich kurz hier meine Karte reingemacht, das hat irgendwie gefühlt 2-3 Minuten gedauert. Jetzt hat er alles ausgeschüttet, hat sich komplett nass gerade gemacht. Ich habe nur von Weitem gesehen, wie er mit seinen Strümpfen in die Schuhe, also mit seinen Füßen in die Schuhe reingegangen ist, und da ist einfach nur so ein Wasserschwall rausgekommen. Ich habe ihn jetzt einmal komplett ausgezogen, bis auf T-Shirt. Katastrophe, sage ich nur. Läuft. Aber der Samu schläft mittlerweile. Ich habe hier eigentlich auch ganz gut aufgeräumt, bis auf hier. Aber da liegt der Samu immer ganz gern, deswegen lasse ich das auch einfach. Und jetzt muss ich mich unbedingt an den PC ransetzen und endlich Videos schneiden. So, wieder zu Hause. Ich wollte nämlich, wenn mein Mann zu Hause ist, nochmal schnell in den Aldi fahren, weil, also, unser Aldi hier, der hat jetzt für 1 Monat geschlossen wegen Umbauarbeiten. Deswegen bin ich in den nächsten Ort gefahren und habe da jetzt einfach mal die Sachen geholt auf Vorrat, die wir halt eben immer brauchen, die wir also nur vom Aldi halt gerne mögen. Ansonsten haben wir ja hier so alles bei uns in der Nähe, ist ja nicht schlimm. Ich habe jede Menge Wasser geholt, weil wir auch gar kein Wasser mehr haben. Das war auch ein Grund, warum ich auf jeden Fall heute fahren wollte und nicht erst irgendwann, wenn es mir besser geht nach der OP. Dann habe ich meinen Multivitaminsaft geholt und Milch geholt und noch meinen Eistee geholt. Genau, einfach mal, dass das jetzt eben da ist. Dann habe ich 2x Eier mitgenommen. Tatsächlich, weil ich seit Ewigkeit mal wieder Eier in L gefunden habe. Das hört sich total bescheuert an, aber die letzte Zeit, es gab fast immer nur S. Und M war schon so eine Rarität. Und ich habe L gesehen und direkt 2x eingepackt. Dann, was mir leer gegangen ist. Ich glaube, ich habe sie 2x mitgenommen. Auch auf Vorrat, weil ich finde die so unglaublich lecker. Die sind so gut, diese Chips. Und auch nochmal in salziger Version. Dann stehe ich momentan total auf dieses Toastbrot. Ich habe es jetzt gerade heute Morgen leer gemacht. Mit nicht Kalzleberwurst, sondern Geflügelleberwurst. Gab es leider gerade nicht. Muss ich mal gucken, ob ich das dann die Tage im Aldi bekomme. Mit Gurke. Dann Tomaten. Einmal Käse, das ist auch der einzige, den wir immer gerne, das ist der einzige, aber den wir halt am liebsten essen. Dann habe ich nochmal die Laugenbrezel mitgenommen. Wir haben es da noch, aber dass da was da ist. Dann auch diese Kartoffeltaschen, wo eben dieser Käse drin ist. Super, super, super lecker. Dann die Kartoffelecken, diese Dreiecke. Dann einmal Philadelphia, es ist fast leer beim Lias, deswegen, dass da was da ist. Dann auch seine geliebten Würstchen waren auch leer, die musste ich auch mit. Dann habe ich mal der Samu, der steht nämlich total auf Apfelmus, also pürierte Apfel. Und ich habe jetzt gesehen, dass es die auch beim Aldi gibt. Ich habe da nie drauf geachtet, weil ich dort schon lange keine Gläser mehr hole. Und ich dachte mir, ja, ich habe jetzt mal 3 Stück mitgenommen, weil er das wirklich gerne isst. Der macht doch wirklich den Mund auf und freut sich darauf so sehr. Dann habe ich insgesamt, weil auch nur die vom Aldi schmecken, ohne Witz, diese Mozzarella-Sticks mitgenommen. Ich glaube, wir haben noch 1 oder 2 Packungen, aber das reicht jetzt für den Monat sozusagen. Und dann habe ich eine Honigmelone mitgenommen. Mich total angelacht. Was auch leer gewesen ist, war Ketchup. Habe ich mitgenommen. Dann eine Gurke. Das ist nämlich auch schon fast leer. Und auch die Kirschensahne. Richtig, richtig gut aus. Deswegen ist da auch ein Packen mit. Was auch komplett leer ist, schon seit längerem, und ich habe es immer wieder vergessen beim Einkaufen, war Buttergemüse. Und Bananchen essen wir momentan super gerne so oder auch im Shake. Ja, Banane, gell? Und dann habe ich nochmal 2x Gouda mitgenommen. Ich weiß gar nicht, ob wir noch genug da haben. Hier ist eine Flasche, habe ich gefunden. Im Kofferraum war sie gewesen. Und das habe ich mitgenommen. Ich will es mal testen, es kostet... Was willst du haben? Ach, dein Becher, okay. Ich glaube 1,99 oder sowas. Und zwar Frozen Erdbeer-Daiquiri. Ich habe das ja früher so gern getrunken, wenn wir dann mal in Sausalitos gegangen sind. Und auch nur dort habe ich das gerne getrunken. Das ist einfach so Crush-Eis, schmeckt nach Erdbeere. Und da ist, was ist denn da für ein Alkohol drin, Schatz? Rum. Rum? Okay.
okay. Rum mag ich eigentlich zum Beispiel gar nicht, aber Erdbeer der Kiri schmeckt einfach so lecker. Und hier steht, ich möchte es einfach mal austesten. Hier steht, man soll das 6 bis 8 Stunden in die Gefriertruhe tun, dann zusammendrücken und dann in ein Glas umfüllen und mit einem Löffel genießen. Das Ganze teste ich vielleicht mal, keine Ahnung wann aus. Irgendwann teste ich es aus, auf jeden Fall, nachdem meine ganze hier Weisheitszahngeschichte vorbei ist. Und das war's. Ich habe mir noch hier Prospekt für nächste Woche mitgenommen. Sieht sehr interessant aus. Das war's. Also hauptsächlich bin ich eigentlich wegen Getränken gegangen und so ein paar Sachen auf Vorrat. Genau.